طاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieses für dich Bushido, ich hoffe, dass du diese Nachricht von uns bekommst. Das ist Abu Hamza, Pierre Vogel. Ich bin auch ein Freund von Arafat und so. Und ein sehr guter Freund von Genghis Koç, die kennst du ja. Und ich wollte einige Worte an dich loswerden. Und das soll ein brüderlicher Ratschlag sein, weil du ja auch ein Muslim bist. Allah sagt im Koran, innamal mu'minuna ikhwa, die Gläubigen sind Geschwister. Und er sagt, verzekir fa inna dhikra tanfa al-mu'minin. Ermahnen die Ermahnung zu den Gläubigen. Du hast selber gesagt, dass du mit deinem Leben nicht glücklich bist und das kann ich gut verstehen. Denn das sagt der allmächtige Gott im Koran. Denn er sagt, فَمَنْ أَعْرَدَ أَمْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Wer sich von meiner Ermahnung abwendet, sagt Allah, der wird ein scheußliches Leben bekommen. Und ich selber, ich war natürlich nicht so populär gewesen wie du, aber ich war auch Profiboxer gewesen, mit Genghis Koç zusammen. Deswegen kennt er mich auch sehr gut. Ich war auf lokaler Ebene, kannten mich viele Leute. Jetzt wie gesagt nicht so wie du. Und es lief auch vom Geld her ganz gut. Und normalerweise hätten wahrscheinlich die meisten Jugendlichen gesagt, boah, ein cooles Leben, die Leute kennen ihn, respektieren ihn und Geld und hin und her. Aber das ist nicht das, was das Herz befriedigt. Sondern die wahre Glücklichkeit lässt sich nicht am Kontostand messen. Und auch nicht an der Automarke messen, die man fährt, und auch nicht, ob man in einer Villa oder in einem Zelt wohnt, sondern die wahre Glücklichkeit ist das, was der allmächtige Gott einem ins Herz legt. Aber das legt er einem nur ins Herz, wenn man gute Werke tut. Denn Allah sagt im Koran, in Sure 16, Vers 97, Man amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und ist dabei gläubig, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und das ist der Schlüssel zum Allem. Zu allem. Das ist der Schlüssel zum Guten. Warum spreche ich dich hier? Du hast bestimmt viele Leute auch, die um dich herum hängen, die vielleicht mit dir unterwegs sind, weil du auch Knetus Monetus hast. Bei mir ist es nur ein brüderlicher Ratschlag, weil ich auch denke, dass du ein ehrlicher Mensch bist. Aber ich muss dir eins sagen, Achi, mein Bruder, du bist auf falschem Weg momentan. Und wenn du in diesem Zustand stirbst, und das muss ich dir sagen, weil ich es ehrlich mit dir meine, ich weiß noch nicht, wie du der Hölle entkommen willst. Aber du hast eine Chance. Du hast eine Chance und du lebst noch. Und Allah sagt im Koran, das ist der allmächtige Gott. Er redet zu dir, zu mir, zu allen Menschen. Ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. O meine Diener, die ihr euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Und diesen Vers solltest du dir vornehmen. Aber wie wird das vergeben? Schau dir an. Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, bete, und wenn du willst, kannst du mich auch kontaktieren. Ja, www.einladungzuparadies.de. Und vielleicht werden durch dich so viele Menschen werden, vielleicht durch dich Muslim werden. Es gab Menschen, du weißt, wenn du ehrlich zu dir selber bist, die Texte, wie viele Menschen sie von die Texte von deinen Liedern, wie viele Menschen diese Texte zu schlechten Dingen animiert haben. Stell dir vor, du sagst jetzt, dass dies falsch ist, wie viele Menschen auf den richtigen Weg kommen werden. Aber selbst diese Texte und selbst diese ganzen Fassaden, diese ganzen Sinnersache, ja? Schau dir an, es gab Menschen, die haben wesentlich Schlimmeres gemacht als dies. Und sie gehörten nachher zu denjenigen, die zu den Rittern des Islam gehörten. Die zu denen gehörten, die den Islam vom Osten nach Westen, vom Süden nach Norden verbreitet haben. Wie Umar ibn al-Khattab, wie Khalid ibn al-Walid. Diese Menschen haben den Islam mit dem Schwert bekämpft. Und dann haben sie den Islam mit dem Schwert verteidigt. Und haben ihn, wie gesagt, verbreitet. Von Osten nach Westen, von Norden nach Süden. Sodass der Name Allahs überall verherrlicht wurde. Und deine Tat, die du machst, ist nicht so schlimm wie jemand, der den Propheten, unseren Propheten, deinen Propheten und meinen Propheten, an den du glaubst, sallallahu alaihi wasallam, deine Dinge sind nicht so schlimm wie jemand, der diesen Propheten bekämpft mit dem Schwert. Deswegen, kehre zurück, fange an mit dem Gebet. Geh auf unsere Seite, www.einladungzuparadies.de,
und schau dir mal die Videos an, Sinn des Lebens und so weiter. Und ich garantiere dir, wenn du zurückkehrst zum allmächtigen Gott, du wirst diese Glückseligkeit im Herzen spüren. Und du wirst vielleicht zu den Rittern des Islam gehören. Durchstehen ihre Predigt, durchstehen ihren Aufruf zum Guten. Und du hast eine gute Zunge, die Menschen zum richtigen Weg kommen und durch die der Islam verbreitet wird. Und vielleicht wirst du am jüngsten Tag eine hohe Stellung im Paradies bekommen. Jetzt hast du eine hohe Stellung bei den Menschen, aber sobald du weißt es genau, weil du nicht dumm bist, sobald man gestorben ist oder sobald man 5 Jahre weg vom Fenster ist, haben ihn alle vergessen. Aber der allmächtige Allah wird einen niemals vergessen, wenn man für ihn Taten tut. Und wichtig ist nicht, ob du hier irgendeinen Preis gewinnst oder ob du hier vielleicht eine Skulptur von dir gemacht wird, ein Andenken gemacht wird oder Leute dein Poster bei sich zu Hause aufhängen, ein Poster zu Hause aufhängen von dir, sondern wichtig ist, dass du bei Allah ein Denkmal hast, dass am jüngsten Tag zu dir gesagt wird, Udkhuluha bisalam, tret in den Paradiesarten ein in Frieden. Zalika yawmul khulud, dies ist der Tag der Ewigkeit. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Bei uns gibt es alles, was ihr wollt, und bei uns gibt es noch mehr. Das heißt, alle Dunya, Frauen, dies, das, im Paradies gibt es Dinge, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, noch im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Und das ist der gewaltige Gewinn. Und Allah sagt im Koran, Kullu in da'iqatul maut, jede Seele wird den Tod kosten. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورِكُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Und dann wird euch euer Tag am jüngsten Tag zukommen. فَمَنْ زُحْزِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Und wer dem Höllenfeuer entkommt, wer von dem Höllenfeuer weggebracht wird und ins Paradies hineingeführt wird, der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Und der Prophet, Allah sagt im Koran, وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Deswegen, mein Bruder im Islam, mein Tipp an dich, kämpfe nicht für den Satan. Sei kein Soldat des Satans, ob direkt oder indirekt, sondern sei ein Soldat Allahs und bringe diese Religion mit deiner Zunge, die du jetzt hast, nach vorne und zeige diesen Menschen den richtigen Weg. Und wenn du dies tust mit Ikhlas für Allah, dann wirst du einen Lob bekommen, der unvorstellbar ist. Und das sind die Worte, die ich dir sage vom Herzen, mein Bruder, weil ich für dich das Beste will. Assalamu alaikum. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي